Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Ethereum-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Ethereum-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Beginnen wir das heutige Ethereum-Video mit einem kurzen Chart-Analyse-Update. Und wie ihr wisst, in den letzten zwei Videos haben wir hier nochmal über eine potenzielle Ethereum-Korrektur besprochen. Das war hier in dem vorletzten Video vor circa 6 Tagen. Hier haben wir auch nochmal gesagt, dass es eben oft so ist, dass wir nach dieser Abwärtswelle nochmal eine Gegenbewegung sehen in Richtung des 0,68er Fibonacci Retracement Level, wo wir hier auch diese horizontale Resistance haben, dass wir dann eben hier von aus nochmal eine weitere zweite Abwärtswelle sehen. Und dann in dem letzten Ethereum-Video, nachdem wir eben diese Bewegung gesehen haben, ihr seht es hier eben genau an die horizontale Resistance, haben wir nochmal darüber gesprochen, dass wenn jetzt hier der grüne Rand bricht, es eben sein kann, dass wir dann wie vorhin besprochen die zweite Abwärtswelle sehen, die uns potenziell nochmal in Richtung der 2800 Dollar bringen könnte. Und dazu hatten wir hier auch noch dieses bearische Pattern besprochen, hier diese Art aufsteigende Channel, wo wir auch gesagt haben, dass das eher ein bearisches Pattern ist, also eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieses Pattern eben in die negative Richtung ausbricht. Wie ihr seht, ist das jetzt genau eingetroffen. Wir hatten hier zuerst eine Bewegung an das 0,68er 400 Retracement Level, auch hier zur horizontalen Resistance. Hier hatten wir auch auf dem 4-Stunden-Chart den aufsteigenden Channel. Ihr seht es, wir sind hier ausgebrochen, hatten einen Retest und dann kam eben jetzt hier der Ausverkauf, nachdem das Pattern bestätigt wurde. Wie ihr jetzt sehen könnt, sind wir schon runtergefallen auf ca. 3000 Dollar. Das heißt also, sobald jetzt hier oben dieser obere grüne Rand, also die 3000 Dollar Supportmarke bricht, rechne ich damit, dass wir jetzt zumindest nochmal diese Tiefs antesten werden im Bereich ungefähr 2800, 2700 Dollar. Und dort, wie ihr wisst, werde ich persönlich dann hier nochmal mein Ethereum Long Trade erhöhen und auch nochmal anfangen, stufenweise, also Dollar Cost Averaging hier Ethereum Spot nachzukaufen. Denn wenn wir hier nochmal kurz auf den Tageschart wechseln, das haben wir im letzten Video auch besprochen, haben wir gesagt, es gibt hier zwei Möglichkeiten, wie wir unseren Trade nochmal erhöhen. Das Bull-Szenario wäre gewesen, wir schaffen es hier über den Channel und über die 4000 Dollar Marke auszupreschen. Dann wären wir hier oben über den 4000 Dollar noch einmal eingestiegen, um unseren Trade, den wir bei 3150 Dollar eröffnet haben, zu erhöhen. Oder eben, wir sehen das bearische Szenario, wir kommen hier runter nochmal zur Unterseite des Channels und nutzen dann hier die niedrigeren Kurse ungefähr in dem Bereich 2800, 2700 Dollar, um nochmal nachzukaufen. Und solange wir eben hier seitwärts laufen, weder den Breakout sehen, noch die Korrektur nach unten, so lange warten wir einfach ab, bis entweder Szenario A oder Szenario B eintrifft. Wie ihr jetzt sehen könnt, sieht es eher danach aus, als wird hier das bearische Szenario eintreffen, also dass wir hier eine Korrektur sind zum unteren Rand des Channels, vielleicht in Richtung der 2800 Dollar. Und hier werde ich persönlich dann meinen Long Trade, wie gesagt, nochmal erhöhen und auch Spot nachkaufen. Das heißt also für alle, die das vorletzte und das letzte Ethereum-Video gesehen haben, sollte jetzt hier diese Korrektur keine Überraschung sein. Wie gesagt, wir haben ja hier schon vor 6 Tagen über die Möglichkeit besprochen, dass es ja nochmal runtergehen könnte auf 2800 Dollar und wie wir uns dann hier verhalten würden. Also dass ich persönlich dann hier diese Kurse nochmal als günstig erachten würde, um eine Long-Position aufzubauen und Spot nachzukaufen. Bei diesem Plan, wie gesagt, werde ich persönlich auch bleiben. Und für alle, die noch nach einer geeigneten Börse suchen, um Bitcoin und Altcoins langfristig nachzukaufen oder auch zu traden, kann ich persönlich Femex empfehlen. Das ist die Plattform, die ich persönlich selbst verwende. Hier könnt ihr über den Spotmarkt langfristig Bitcoin, Ethereum und insgesamt 238 verschiedene Altcoins nachkaufen, aber auch hier einfach über den Contract-Markt, über Derivate mit Hebel, Long und Short traden. Und für alle neuen Kunden gibt es hier auch noch einen Willkommensbonus von bis zu 8800 Dollar. Ansonsten, wenn wir hier abschließend auf den Lux-Algen-Indikator schauen, wisst ihr auch, dass wir im letzten Video besprochen haben, dass wir hier noch kein stetiges Long-Signal hatten. Wie ihr jetzt sehen könnt, sind wir wieder unter der Neo-Cloud. Die Kerzen sind rot, der Trendcatcher ist rot. Somit ist das Short-Signal aktuell hier bestätigt. Könnte also auch dafür sprechen, dass wir vielleicht die 2800 Dollar noch sehen, um nachzukaufen. Ansonsten auf dem 4-Stunden-Chart, hier wechseln wir nochmal kurz die Sensitivität auf 24. Und hier könnt ihr auch sehen, dass wir jetzt hier nochmal unter die Neo-Cloud gefallen sind, dass wir hier jetzt auch rote Kerzen haben. Der Trendcatcher ist auch rot, somit ist hier oben das Short-Signal bestätigt. Und ihr könnt auch sehen, wir sind also seitdem jetzt hier auch abgefallen. Das heißt also auf dem 4-Stunden-Chart momentan aus Sicht des Lux-Algen-Indikators sind wir hier auch bearish, solange wir es hier nicht nochmal schaffen, zurückzusteigen über die 3300 Dollar. Kommen wir nun zu den Ethereum-News und hier können wir beobachten, dass wir zwei positive Inflow-Tage hatten für die Ethereum-ETFs, als eben hier die Grayscale-Outflows etwas abgeflacht sind. Allerdings könnt ihr jetzt sehen,
haben hier nochmal die Verkäufe zugenommen und wir hatten dann jetzt hier auch nochmal negative Tage dazwischen. Wir können sehen, der 1. August war ja noch positiv, weil wir hier nur 78 Millionen Outflows hatten aus Grayscale und hier einen starken Kauf von BlackRock, von Club, 90 Millionen. Und hier seht ihr, was wir auch besprochen haben, in dem Moment, wo hier die Ethereum Grayscale Verkäufe nachlassen, werden wir hier wieder positive Inflows sehen. Das hier sind die ersten Anzeichen dafür. Das heißt also, ich denke, dass wir hier auf lange Sicht auf jeden Fall starke positive Inflows sehen werden und das auf jeden Fall den Ethereum-Kurs unterstützen wird. Jetzt heißt es halt einfach nur noch etwas abwarten, bis die Grayscale Trust-Verkäufe hier abgeflacht sind. Ihr wisst ja schon, über 20% der Bestände von Grayscale sind verkauft. Das heißt also, diese Verkäufe in diesem hohen Ausmaß werden nicht mehr lange andauern, denn wie ihr seht, wurden hier auch schon insgesamt 2 Milliarden verkauft. Das seit dem 23. Juli, also wirklich ein massiver Outflow. Dieser kann nicht lange weitergehen, da einfach dann die Grayscale-Bestände leer sind. Das ist auf jeden Fall positiv. Und auf jeden Fall sehen wir hier auch, dass Ethereum Wallen in den letzten 48 Stunden 126.000 Ethereum akkumuliert haben. Also das scheint hier auch eine Vorbereitung sein auf einen möglichen Breakout, den ich hier für Ethereum auch noch erwarte. Ich denke, dass wir dieses Jahr noch neue Allzeithochs sehen werden für Ethereum. Aber immer, wenn hier einfach positive News kommen, sehen wir sofort, dass hier Altlasten den Markt nochmal belasten. Das zieht sich wirklich das gesamte Jahr schon durch. Denn ihr könnt sehen, wir haben jetzt hier nochmal die Ankündigung von Genesis, dass hier 1,5 Milliarden in Bitcoin und Ethereum zu Gläubigern ausgezahlt werden. Und das sind hier In-Kind-Auszahlungen, also nicht Cash-Auszahlungen, sondern tatsächlich diese Krypto-Auszahlung. Könnte also auch sein, dass wir an dieser Seite jetzt hier sowohl für Bitcoin als auch Ethereum nochmal Verkaufsdruck auf den Markt kommen. Und nicht zu vergessen, Mt. Gox hält hier immer noch ungefähr 2 Milliarden in Bitcoin. Das sind hier auch noch potenzielle Verkäufe, also potenzieller Verkaufsdruck, obwohl sich der Bitcoin relativ gut gehalten hat bisher. Ein Großteil der Mt. Gox-Verkäufe wurden hier schon getätigt. Und wir sehen zur Zeit auch, dass hier vor allem die Risk On Assets ziemlich nachgelassen haben. Wir haben starke Verkäufe gesehen von Microsoft, von Nvidia, generell vom Nasdaq. Das belastet zurzeit den Markt auch noch etwas. Ich persönlich sehe die aktuelle Schwäche als Chance. Wie gesagt, sowohl bei Bitcoin, Ethereum, auch auf Solana werde ich persönlich Rücksetzer nutzen, um hier nochmal weiter einzusteigen, denn ich rechne nach wie vor damit, dass wir gegen Ende des Jahres hier noch eine durchaus positive Kursentwicklung und sowohl neue Allzeithochs für Bitcoin, Solana und Ethereum sehen werden. Wie gesagt, das ist nur meine Strategie, natürlich keine Garantie und natürlich auch keine Investmentberatung. Das ist einfach nur das, was ich persönlich mache. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.